The Witcher 3 ist nicht das erste große Abenteuer, das man auf Nintendo Switch erlebt. Und es wäre nach Doom oder Skyrim auch nicht das erste technische Ausrufezeichen seiner Art. Allerdings setzte die offene Welt des Hexers zu ihrem Erscheinen sogar auf PC- und Konsolenmaßstäbe. Auf eine Umsetzung hätte deshalb wohl kaum jemand seine Millionen gesetzt. Und wie unser Test zeigt, ist diese Skepsis durchaus berechtigt. The Witcher 3 läuft tatsächlich auch auf Hardware, die im Wesentlichen eine Generation älter ist als PlayStation 4, Xbox One oder gar schnelle PCs. Ohne sichtbare Einbußen kommt die Grafik daher nicht aus. Dabei geht es vor allem um die niedrige Auflösung, wegen der man Feinheiten bei Mimik und Gestik deutlich schlechter wahrnimmt als auf den großen Plattformen. Das ist gerade bei einem Rollenspiel bedauerlich, in dem man zahlreiche Unterhaltungen führt, manche Details der nichtsprachlichen Kommunikation aber erahnen muss. Man bemerkt die reduzierte Auflösung außerdem in der Umgebung, die dadurch ausgesprochen matschig aussieht. Die Umsetzung tanzt dabei auf Messers Schneide, denn einerseits ist die Welt von The Witcher 3 vollständig enthalten, protz mit einer lebendigen Flora und Fauna, stimmungsvollen Sonnenuntergängen sowie beeindruckenden Wolkenbrüchen. Andererseits ist manches davon auf einem großen Bildschirm nicht weit davon entfernt, fehlerhaft zu wirken, zumal einige der Effekte fehlen, die dem Bild auf PC und Co. mehr Tiefe verleihen. Man merkt einfach, dass Technik und Art Design nicht für diese Art Hardware gedacht sind. Zelda Breath of the Wild oder auch das gerade erschienene Ni no Kuni verwenden ganz andere Zeichenstile, damit Charaktere und Kulissen auch mit weniger Pinselstrichen ausdrucksstark und gut lesbar sind. Kocht man eine so detailreiche Welt wie die des Hexers weit herunter, wirkt das auf dem Papier ähnliche Ergebnis dagegen fehlerhaft. Hinzu kommen Texturen, die auffallend spät geladen werden, ein gelegentliches, mehrere Sekunden langes Stottern, das vielleicht mit dem Laden neuer Abschnitte zu tun hat, sowie Tiere und auch Menschen, deren Bewegungen in der Ferne manchmal wie abrupte Sprünge durch den Raum wirken, weil sie mit einer extrem geringen Bildrate dargestellt werden. All das stört die Atmosphäre der sonst eindrucksvollen Schauplätze. Abgesehen davon sind die maximal 30 Bilder pro Sekunde zwar weitgehend ausreichend, machen die schnellen Kämpfe aber besonders dann etwas unübersichtlicher und unhandlicher, wenn sich Geralt einer Gruppe von Feinden gegenüber sieht. Spätestens im architektonisch nach wie vor beeindruckenden Novigrad ist die Bildrate deutlich niedriger als im Großteil der ländlichen Umgebung und Menüs lassen sich vermutlich deswegen nur recht träge bedienen, was ziemlich nervig sein kann, wenn man häufiger auf die Karte oder ins Inventar blickt. Natürlich betrifft das alles sowohl das Spielen am Fernseher als auch im Handheld-Modus. Die gefühlten Unterschiede sind allerdings bemerkenswert. So wirkt die Kulisse auf dem Switch-Display längst nicht so ausgewaschen wie auf einem großen Bildschirm. Die weniger häufig aktualisierten Bewegungen der dort sehr kleinen Tiere im Hintergrund bemerkt man sogar kaum. Man muss also zwischen dem Eindruck auf dem TV-Sofa und dem tragbaren Erlebnis unterscheiden, das einen klar besseren Eindruck hinterlässt. Selber scheint also die Umsetzung für die mobile Nutzung optimiert zu haben. Nicht zuletzt wurden die Menüs so angepasst, dass sie auch im tragbaren Zustand lesbar sind. Schade ist nur, dass es kein Crossplay wie in Divinity Original Sin 2 gibt. Das hätte für manche ein starker Anreiz zum Kauf der Umsetzung sein können. Es steckt ja nach wie vor das bekannt umfangreiche Rollenspiel drin. Zudem erhält man nicht nur Geralts ursprüngliches Abenteuer, sondern auch alle ehemaligen Download-Inhalte sowie die Erweiterungen Blood and Wine und Hearts of Stone. Letztere erlebt man wahlweise im Rahmen des Hauptspiels oder beginnt sie als separate Geschichten direkt vom Hauptmenü aus. Das eigentliche The Witcher 3 ist also genau das, was man kennt, weshalb wir an dieser Stelle auch auf unseren damaligen Test verweisen. Hat diese Umsetzung noch einen Award verdient? Denn so bemerkenswert es ist, dass The Witcher 3 auf Switch zumindest ähnlich läuft wie auf den leistungsstarken Plattformen, es sind schon drastische Einschnitte, die Saber Interactive dafür vorgenommen hat. So ist der visuelle Eindruck, besonders auf einem großen Fernseher, nicht nur schlechter als im Original, er überschreitet mitunter gar die Grenze zum Fehlerhaften. Doch dann staunt man auch auf der kleinen Konsole über eindrucksvolle Licht- und Wetterverhältnisse in einer lebendigen, offenen Welt und stellt nicht zuletzt fest, dass die grafischen Schwächen auf dem kleinen Bildschirm des Handheld-Modus deutlich weniger auffallen. Letztendlich hat das große Rollenspiel inhaltlich nichts von seiner Faszination verloren, weshalb man alles in allem von einer gelungenen Umsetzung sprechen kann.